Möchtest du gerne wissen, wann das institutionelle Geld in die Märkte eher reingeht und wann der Markt eher vom sogenannten Dump Money dominiert wird? Dann schau dir unbedingt dieses Video an, denn ich werde dir einen Indikator vorstellen aus der technischen Analyse, den sogenannten Smart Money Flow Index, der dir genau das vermitteln kann. Der Index hat nicht nur im Crash 99/2000 perfekt das Hoch gesehen, sondern aktuell hat er auch ein sehr deutliches Signal, was ich dir am Ende vom Video auch vorstellen darf. Und wenn du magst, dann nimm dir gerne kurz Zeit und schau dir diesen Indikator an. Den findest du auf den meisten Chartplattformen gar nicht. Und das macht es für mich so spannend, darüber zu reden, denn das ist ein Indikator, der dir sehr gut und einfach vermitteln kann, wann eher das Smart Money in den Markt reingeht und wann das Dump Money eher kauft. Und das bitte nicht falsch verstehen, diese Begriffe vom cleveren und vom uncleveren Geld, die kommen nicht von mir, sondern vom Erfinder dieses Smart Money Flow Index, von Don Hayes. Und dieser Index ist nicht leicht zu berechnen, zumindest machen es die vielen Chartplattformen, die ich kenne, nicht. Auch hier bei TradingView siehst du die Berechnung nicht. Andere Plattformen, wie zum Beispiel Bloomberg, bieten diesen Index an, und das Ergebnis, was ich dir nachher noch zeigen werde, ist eine einfache Berechnung, die ich im Excel selber gemacht habe. Aber Schritt für Schritt, was hat sich der Don Hayes hier ausgedacht? Wie funktioniert dieser Smart Money Flow Index? Er schaut sich an einem Handelstag im Dow Jones nur zwei einzelne Punkte an. Er schaut sich die erste halbe Stunde im Handel an. Hier nimmt er den Kassahandel, also nach unserer deutschen Zeit die Zeit zwischen 15:30 Uhr und 16 Uhr. In Amerika ist es ja das Open um 9:30 Uhr New York Time bis 10 Uhr. Da fängt der Kassahandel an. Das ist die erste halbe Handelsstunde, wo es im Kassamarkt losgeht und wo eben Don Hayes hier vermutet, dass in dieser ersten halben Stunde eher das sogenannte Dump Money unterwegs ist, also das eher nicht so gut informierte Geld am Markt agiert. Er stellt sich das so vor, dass die erste halbe Stunde sehr stark durch Stop Losses beeinflusst wird, viele Investoren hier entsprechend auch vielleicht ihre Position covern möchten oder emotional vielleicht nach dem Wochenende oder nach der Nacht schnell in den Aktienmarkt reingehen. Warum vermutet er, dass es eher Privatanleger sind? Weil er sagt, in der ersten halben Stunde, da handeln noch nicht so sehr die Institutionellen, sondern die handeln erst nach ihrem Morning Meeting, und ich kann das selber sehr gut bestätigen. Ich war ja selber über 10 Jahre als Fondsmanager tätig, ich habe da 2,5 Milliarden Euro verwalten dürfen, und ich weiß eben, dass jeden Morgen erstmal das Morning Meeting stattfindet, in der Regel zwischen 9 und 10, und dass man aus diesem Morning Meeting heraus dann erst wirklich größere Orders im Markt aufgibt und gerade zum Handelsende dann auch größere Positionen vielleicht mal eingeht, um auch die Kurse ein Stück weit in seine Richtung zu bewegen. Und der Don Hayes sagt eben, dieses Dump Money ist in der ersten halben Stunde unterwegs von 9:30 Uhr bis 10 Uhr amerikanischer Zeit oder eben 15:30 Uhr bis 16 Uhr. Das bedeutet, diese erste Bewegung, die wir hier am Morgen in der New York Zeit sehen, also 15:30 Uhr bis 16 Uhr unserer Zeit, die wirkt für diesen Smart Money Flow Index kontra. Das heißt, wenn der Index hier, der Dow Jones, fällt, dann wäre das ein positiver Wert für den entsprechenden Smart Money Flow Index. Also nehmen wir an, hier geht es 10 Punkte nach unten in dieser ersten halben Stunde, also würde der Smart Money Flow Index um 10 Punkte steigen. Warum? Es wird also hier genau das Gegenteil gemacht von den ersten 30 Minuten aus dem Handel. Das ist die erste Zeit, die er sich anguckt am Morgen. Die zweite Zeit, die sich dieser Indikator anguckt, ist die Zeit am Abend, also unserer deutscher Zeit, zwischen 21 Uhr und entsprechend 22 Uhr. Wenn der Index hier um 30 Punkte steigt, wird das zu diesem Smart Money Flow Index dazu addiert. Warum? Was Don Hayes hier annimmt, ist, dass die letzte Handelsstunde in den USA, also nach New York Zeit zwischen 3 und 4 Uhr nachmittags, dass diese letzte Handelsstunde nochmal durch institutionelles Geld geprägt wird, durch Hedgefonds, durch Versicherungen, durch ETFs, durch Banken, durch Pensionen, die dann die letzte Handelsstunde nutzen, um im Markt zu agieren, um eben ihre Positionen zu machen. Und um 16 Uhr sind dann ja die Fondsbewertungspreise in New York von den entsprechenden Fondsgesellschaften, dass man eben hier die Kurse nochmal in die Richtung bringt, die vielleicht auch für die nächsten Wochen und Monate vorherrschen wird. Also es geht hier wirklich nur um die Unterscheidung, erste halbe Stunde am Morgen und eben letzte Handelsstunde am Abend. Und die Annahme ist, wenn der Morgen negativ ist, ist es gut für den Smart Money Flow Index, ist die morgendliche Stimmung der Privatinvestoren eher positiv, entscheidet man sich also gleich hier am Morgen Aktien euphorisch zu kaufen, wäre das ein negativer Wert für den Smart Money Flow Index. Und was eben entscheidend und positiv ist, ist die letzte Handelsstunde. Da scheinen sich wohl die Institutionellen zu offenbaren. Die Wahrheit ist sicherlich etwas größer, etwas differenzierter, aber ich kann als ehemaliger Fondsmanager durchaus bestätigen, dass die ersten Transaktionen,
vielleicht in der deutschen Zeit von 8 bis 9 bis 9.30 Uhr oder 10 Uhr nicht unbedingt durch die großen Fondsgesellschaften geprägt werden, sondern dass hier vielleicht dann doch stärker Privatanleger am Markt sind, die eben kein Bloomberg haben, kein Reuters haben, nicht jeden Tag sich 10, 12 Stunden damit beschäftigen, sondern im Markt relativ emotional handeln und dadurch natürlich auch eine Zeit lang Recht bekommen, aber langfristig, das zeigen zumindest die einschlägigen Studien, eher verlieren. Und ich kann auch bestätigen, dass die letzte Handelsstunde, die also bevor es Bewertungskurse gibt, meistens ein Trendverhalten zu sehen ist, was für die nächsten Wochen und Tage und sogar Monate durchaus interessant sein kann. Also diese Grundidee von Don Hayes, die er eben auch durch viele Backtests sehr schön belegt hat und wo ich dir gleich auch das entsprechende Beispiel zeige, ist nicht schlecht. Also was nimmst du vielleicht von hier schon mal mit, wenn du den Backtest dir nicht anschaust, den ich dir gleich zeige? Die erste halbe Stunde am Morgen, die kann man auch eher mal contrarian handeln, weil die privaten Investoren vielleicht zu emotional im Markt sind, Market Orders aufgeben, Stop-Losses hier gerissen werden und die letzte Stunde im Handel ist vielleicht eher was Trendfolgendes. Der aktuelle Tag vom 16. November, den ich dir hier zeige im Dow Jones, ist ein Tag, der den Smart Money Flow Index steigen lassen würde. Warum? Die erste Bewegung am Morgen war negativ, das ist positiv für den Index. Die letzte war positiv, das ist auch positiv. Bedeutet also, dieser Index wäre insgesamt gestiegen, aber in den letzten Wochen, und da nehme ich das Ergebnis schon ein bisschen vorweg, war es eher so, dass die erste Handelsstunde, die erste Handelshalbe Stunde von 15.30 Uhr bis 16 Uhr eher positiv war, das lässt den Index fallen, und die letzte Stunde im Handel, also zwischen amerikanischer Zeit 3 und 4 Uhr Nachmittag, eher negativ war, also der Index hier auch ein Stück weit gefallen ist. Und ein einzelner Tag gibt dir hier noch wenig Indikation. Ich habe das nur genutzt, um dir den Smart Money Flow Index vorzustellen. Und ich habe das sehr ausführlich gebacktestet, habe das auch im Rahmen meiner Ausbildung schon geteilt. Ich will dir hier nur zwei kurze Grafiken zeigen, die eben auch zeigen, dass dieser Index deutlich relevant ist und dass dieser Sentiment-Indikator aus der technischen Analyse eher momentan auch von fallenden Aktien ausgeht. Was du damit machst, das überlasse ich dir. Ich schaue mir solche Backtests sehr gerne an, gerade weil es eben nicht in den gängigen Chartplattformen vorhanden ist. Wenn du kostenlos im Internet diesen Index live hast, teile es unbedingt in den Kommentaren. Würde mich persönlich auch sehr interessieren. Ich habe es leider nicht gefunden. Wie gesagt, ich habe mir die Daten hier aus Bloomberg geholt und selber gerechnet. Ist relativ leicht zu machen, wenn man eben ein bisschen Spaß an sowas hat. Und die Ergebnisse teile ich jetzt mit dir. Zuvor aber ein kurzer Hinweis. Wie sah das beim letzten großen Signal aus? Hier siehst du die Hosse 99-2000. Du siehst in Rot unseren Smart Money Flow Index, der eben schon im Jahreswechsel 99-2000 diese Diskrepanz aufgezeigt hat. Und das ist genau die Idee von dem Index, das informierte Geld, das sogenannte Smart Money, dieser Index, den ich dir gerade genannt habe, der läuft den Aktienkursen, egal ob es der Dow Jones oder der S&P ist, eher voraus. Und du siehst, der Dow Jones und der S&P, die sind beide hier noch im Jahresanfang März bis Juni 2000 gestiegen, während Smart Money sich aus dem Markt schon verabschiedet hat und im Jahr 2001 kam dann die Korrektur und beide Indizes haben sich wieder angenähert. Das siehst du auch, wenn du dir den Backtest über 20 Jahre anguckst. Das kannst du eben mit der Mathematik entsprechend machen, dass meistens eben, wenn es zu einer Divergenz kam, der Smart Money Flow Index der leadende Indikator war und der amerikanische Aktienmarkt dann diesem Indikator gefolgt ist. Und wenn du das Video bis hier gesehen hast, dann interessiert dich wahrscheinlich sehr, was jetzt tatsächlich auch am aktuellen Rand passiert, ob es ein positives Signal ist oder ein negatives. Und ich mache ja auch Live-Trading, da bin ich gerade auch überwiegend eher short. Genau weil dieser Smart Money Flow Index hier dargestellt mit der orangen Grafik eher auf fallende Kurse hinweist. Die Divergenz ist noch nicht riesig, aber sie baut sich auf. Insbesondere diese Wahlhosse und auch entsprechend dann diese Pfizer und BioNTech oder eben gestern auch wieder diese Impfstoffhoffnung, die scheint sich im Smart Money Flow Index nicht so wiederzufinden. Während es im März und April noch eine Divergenz gab, wo Smart Money eben nicht die Tiefstände vom März gesehen hat, sondern hier siehst du sehr schön, Smart Money war sehr schön über der blauen Linie, war das eher ein Kaufsignal für April, Mai und Juni. So sehen wir momentan eher ein Verkaufssignal, obwohl wir technische Höchststände sehen in einigen Märkten, scheint das große institutionelle Geld, zumindest an den Handelszeiten gemessen, sich eher aus dem Markt zu verabschieden. Das ist einer von vielen Indikatoren im Bereich Sentiment, einen, den ich aber wichtig finde und weil das Signal hier sehr aktuell ist und die Divergenz sich eher aufbaut momentan, wollte ich das gerne exklusiv mit dir teilen. Schau dir das vielleicht mal an, vielleicht findest du in deiner Sentiment-Analyse den Index genauso spannend wie ich. Ich habe den über viele Jahre gebacktestet und ich kann dir sagen, es funktioniert
Was du allerdings brauchst, ist ein bisschen mathematisches Geschick, um das auszurechnen. Und wenn eben nicht jeder drauf guckt, wie zum Beispiel einen gleitenden Durchschnitt oder ähnliches, dann ist da vielleicht auch ein bisschen Mehrwert drin. Und deswegen bin ich froh, das hier mit dir auch entsprechend teilen zu dürfen.